hoffe, ich begehe nicht wieder Selbstmord, wenn ich auf dem Mars bin. Ich hoffe auch. Dust Storm approaching. Oh nein! Dust Storm! Ein neuer Zwerg. Pinatsch! Hau das raus! Vielen Dank für deinen Sub! Mega, mega lieb. Der Support ist mega lieb. Dankeschön. Vielen lieben Dank dir, meine Lieben. Ausrufezeichen Hype in den Chat. Und ganz viele Herzen für Ginat. Vielen Dank dir. Hab gesehen, das geht jetzt. Ja, tatsächlich. Und Sultan Salami. Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Oha, habe ich viel verpasst. Allerdings. Die Kolonie ist ein Müh gewachsen. Ein kleines Müh. So. So schaut es jetzt aktuell aus. Mods, denkt ihr an die Kategorie? Das wäre supi. Jetzt. Ah, okay. Jetzt hat es bei mir auch aktualisiert. Dankeschön. So. Okay. Da sind die Hypes durch, ey. So cool. Kinatsch, genieß auf jeden Fall deinen neuen Badge und natürlich die ganzen neuen Emotes, die du hast. Nicht nur hier, sondern auch auf unserem Discord, wenn du den Account mit Twitch, also dein Discord mit Twitch verbunden hast, hast du die Emotes auch auf unserem Discord und kannst sie dort verteilen. Ah, super, perfekt. Ja, genau. Okay, Freunde der Nacht. Also, das ist der Status Quo, den wir aktuell haben. Das ist der Status Quo. Wir haben hier unsere mega hart große Farming-Kuppel. Hier bauen wir gerade an der Wohn- und Ausbildungskuppel rum. Beziehungsweise das wird eher nur Wohnen, so wie das aussieht. Wohnen und Kindertagesstätten und so Zeugs. Wir werden aber dafür hier diesen Bereich leer machen. Die Kuppel hier oben ist bereits leer, da müssen noch Leute hin. Auch hier könnten wir vielleicht noch Wohnungen setzen. Oder aber wir machen das noch ein Schlückchen anders. Ich weiß es nicht. Vielleicht verlegen wir auch die Wohnungen von hier rüber und haben hier dafür mehr Platz. Alles in allem easy. Easy. Staubsturm in zwei Souls ist auf dem Weg. Wir tanken gerade unsere ganzen Sachen auf. Wir haben unfassbar viel Metall. Wir haben sehr viel Beton. Unglaublichst viel Nahrung. Ja, mehr ist aber immer gut, ihr wisst das. Dann haben wir noch Edelmetalle, ist solider Stand. Polymere ist ein bisschen wenig, Maschinenteile ist wenig, Treibstoff ist ohne Ende und auch elektronische Geräte sind ohne Ende vorhanden. Saatgut ein bisschen wenig, kommen aber mit zurecht. So, Rentnerkuppel, wo es dich stört, dass die nichts zum Arbeiten in der Nähe haben. Ja, auch eine Rentnerkuppel wäre tatsächlich eine interessante Angelegenheit. Wobei tatsächlich bei 509 Kolonisten uns die 61 Rentner gerade eigentlich auch nicht stören. So, wir bauen jetzt nochmal ganz kurz. Also erstmal herzlich willkommen auf dem Mars. Ich lasse mal das Spiel langsam laufen. Schön, dass ihr alle dabei seid heute zu unserer Mars-Action. Und es wird großartig, freue mich drauf. So, wir bauen jetzt erstmal weitere 5 Drohnen auf. Ach komm, was soll der Geiz? 10 Drohnen auf den Kopf hauen. So, haben wir das. Dann haben wir noch hier Shuttles. Können wir da Shuttles bauen? Das geht, glaube ich, gar nicht. Nee. Haben wir hier irgendwo noch ein Hub, das nicht voll ist? Nein, ne? Gut. Okay. Nicht funktionierende Gebäude, ist klar. Wie schaut es mit der Ausbildung aus? Das ist ganz wichtig. Ausbildung läuft auf Vollgas. Das passt. Jetzt kommt die nächste Baustelle. Und zwar, wir werden jetzt Folgendes tun. Wir werden jetzt Folgendes tun. Wir werden jetzt hier ein großes Nahrungsmittellager bauen. Weil das hatten wir ja schon die ganze Zeit vor, aber nie fertiggestellt. Mal kurz, wo ist das am sinnvollsten, das hinzubauen? Wir könnten hier so ein kleines Nahrungsmittellager bauen. So, hier Nahrungsmittel, damit wir auf jeden Fall Nahrung einlagern können, damit die nicht hier rumdümpelt und hier für immer rumsteht. Wir verlegen den mobilen Commander mal. Der kriegt auf jeden Fall nochmal 2 neue Drohnen zugewiesen, dann hat er auf jeden Fall auch wieder mehr. Alter Schwede, was hier abgeht. So, wir haben 39 Obdachlose aktuell, das sollten wir auf jeden Fall lösen. Wobei,
tatsächlich hier oben recht viele Leute schon wohnen. Okay. Denn... Lass mal gucken. Kleine Weltraumbar. Ja, wie cool. Das Oz. Das Oz. Okay, wir haben ein paar neue Sachen jetzt, scheint mir. Kleiner Kunstladen. Verbraucht Polymere. Okay. Kleiner Lebensmittelladen. Das ist ja auch ein schnuckliges kleines Ding, hä? Kunstwerkstatt. Ach, guck mal, da ist die Biorobotik-Werkstatt und die VR-Werkstatt. Geil. Okay, haben wir hier noch was? Nein, das kennen wir schon. Kleines Denkmal. Ein kleiner Schritt für mich. Ah, ja, klar, easy, ne? Kostet ja nichts. Kann nicht in einer Kuppel platzieren. Ach, das muss hier draußen platziert werden, okay. Wo laufen denn die ganzen Leute immer hin? Hier laufen noch immer welche rum. Warte mal, was geht denn hier noch? Große Statue. Das finde ich eigentlich irgendwie cooler hier. So, bauen wir mal so eine Statue auf. Warum nicht? Ein Banner. Ach, cool. Kleines Banner. Ja, das ist okay. Zum besseren Zocken. Das ist ja auch schön, ne? Mittlere Statue. Ach, das ist so cool. Großes Denkmal. Ja, auf jeden Fall. Großes Denkmal. Ich will die hier haben, weil hier die meisten Leute wohnen. Und ich habe mir überlegt, ob wir sie hier hinbauen. Aber hier finde ich es tatsächlich fast geschickter. So. Wir haben 2800 Forschungspunkte. Wie schaut es da jetzt eigentlich aus? Wir haben die Nachtschichten haben wir nicht, aber die Tagschichten werden besser. So, jetzt reißen wir mal ganz kurz diese Geschichte hier ab, weil die brauchen wir jetzt gerade auch nicht mehr. Alles weg damit. Genau, weil die Schulen nämlich tatsächlich mega überlastet sind. Die kommen nicht hinterher. Wir werden hier nochmal weitere Schulen aufbauen. Der ist auch voll. Ne, der ist nicht... Oh, Moment. Stopp. Die Schulen sind nicht überlastet. Auch die nicht. Dann werden wir Folgendes machen. Wir reißen jetzt hier dann... wir bauen jetzt erst eine neue Mars-Universität hier unten rein. Warte mal kurz. Wir verlegen jetzt mal ein paar Sachen. Wo ist denn die Mars-Universität schon wieder da? So. Und dann noch eine. So. Zwei Mars-Universitäten hier unten. Dann können die hier oben nämlich tatsächlich raus. Da haben wir hier auch nochmal was. Ist der Hub für die Tunnel Vanilla oder ein Mod? Ist ein Mod. Ist ein Mod von Silver, sagt Sevina gerade. Den gibt es bei der Paradox-Mod-Seite. Der ist aber unfassbar hilfreich. Den finde ich tatsächlich einen der wichtigsten Mods. Überhaupt. Deshalb finde ich nirgends... Ja, genau. Einer meiner Ventilatoren hat die Selbstzerstörung eingeleitet. Ja, die Hitze ist da, Freunde, die Hitze ist da. So, hier draußen können wir auch nochmal eine kleine Statue bauen. Weil hier laufen ja auch unglaublich viele Leute von A nach B. Ein Obelisk vielleicht. Yes. Einfach was. Alter. Schon schick. Machen die dann auf der Mars-Uni ihren Master-Abschluss? Oh. Ja, nö, ne? So. So, die Begrünung des Mars ist tatsächlich schon relativ gut. Wir haben hier aber tatsächlich, und das ist das, darauf bin ich sehr stolz, hier wächst schon in der freien Wildbahn sozusagen, wachsen die Büschel an frischem Gras. So, genug hier weiter. Jetzt, was wir hier den Weltraumlift, müssen wir irgendwann eines Tages auch anfangen. Hier haben wir die normalen Sachen, die kennen wir schon. Das haben wir jetzt erkundet gerade. Hier haben wir die Modular-Dinger. Hier ist ein neues Wohnquartier. Ein ganz kleines. Hier. Schaut ganz nett aus, ne? So ein kleines Wohnhaus. Bietet wie viel Platz?
Mal kurz gucken. Für 4 Leute. Hier passen in eine normale Wohnanlage 14 rein. Das ist natürlich... Oh, der See sollte Lake Alge heißen, so grün wie der ist. Ja, das ist ja, wird er noch. Ja, das wird ja noch. Der hier ist auch noch viel ekelhafter. Widerlich. Aber immerhin, unsere Werte stabilisieren sich tatsächlich schon ein bisschen. Was wird? Shuttles sind überlastet, das wissen wir. Da war ja auch tatsächlich die Überlegung eines neuen Bereichs für uns. Wo wir wiederum anfangen, noch ein bisschen mehr Shuttles. Wollten wir hier hinten, haben wir glaube ich noch was. Genau, das ist auch ausgelastet. Und ich würde gerne hier ganz hinten nochmal einen Hub bauen. Einfach nur, um hier noch ein bisschen mehr Flugfläche zu kriegen. Hier können wir eigentlich auch nochmal einen hinbauen irgendwie. Weil hier muss ja auch immer sehr viel Zeug weggetragen werden. See ist grüner als meine Wiese, sagt Jason. Ja, der, der. So, wie schaut es jetzt hier oben eigentlich aus? Hier ist Tag- und Nachtbetrieb von bestgebildetem Personal. Okay, wir fangen jetzt erstmal Folgendes an. Wir müssen jetzt erstmal unsere Wohnungsnot bekämpfen. Warte kurz. Ja, ich versuch's. Die Modular Apartments brauchen halt unbedingt Polymere. Gut, und Beton, aber Beton kriegen wir wenigstens nach. So. Haben wir hier irgendwas Neues? Nee, ne? Ist immer noch das alte Zeug. Der Steingarten ist leider auch ein bisschen zu groß. Großer Garten, Alter. Schon ein bisschen groß, ne, der Garten? EPN, was geht bei dir? Zustände. So. Machen wir das hier auch nochmal. So, den Bereich lassen wir frei. So, eine kleine Wohnkuppel für jedermann. Das hier gefällt mir aber nicht. Ich hätte gern den Teich hier. Teich finde ich schön. So. Damit können wir in der Kuppel jetzt erstmal arbeiten. Da haben wir hier nochmal eine neue Wohnkuppel. Wir brauchen da auch ein bisschen mehr Liebe. So, die stellen Saatgut her und zwar gar nicht mal so schlecht. Das muss ein bisschen schneller gehen, aber im Großen und Ganzen sollte das klappen. Was wir tun könnten, wenn hier Hydrofarmen einbauen, haben wir da irgendwas Alternatives vielleicht? Forest Greenhouse. And night. Cold sensitive. Can work without workers. Each worker give a worker. Ah, okay, also das arbeitet uns Sauerstoff raus. Verbraucht aber auch Wasser in dem Greenhouse. Das kann man aber auch außen bauen. Okay, produziert Sauerstoff. So. Großer Sauerstofftank. Alter Schwede, wie viel passt denn da rein? Wissen wir noch nicht. Speichert Sauerstoff. Okay, machen wir erstmal die Hydros. So. Da werden nur Saatgut-Sachen hergestellt. Wir brauchen mehr Saatgut tatsächlich. Morpheus, einen wunderschönen guten Abend noch dir, Hallöchen. Man braucht einen Zwergentempel. Ich weiß ja nicht. Alter Schwede, fahren sie schon wieder. So. Wir gucken mal in unser Netzwerk rein, meine Lieben. Transport. Jeder, der hier gelb hat, kriegt jetzt nochmal 2 neue Drohnen. Außer der letzte. Ach, wir müssen mehr Drohnen herstellen. Lass uns nochmal. Lass uns mal 20 Drohnen insgesamt in Auftrag geben. Da sollen die hier machen. Wir haben aber auch, glaube ich, zu wenig gerade in Ausbildung. Wobei unsere 9 Unis sollten jetzt laufen. Tagschichten.
die alten Unis werden wir wahrscheinlich irgendwann verändern. Mal gucken. Gut, also die Kinderausbildung läuft. Hier ist auch noch Platz. Wir könnten natürlich... Ach, guck mal, hier haben wir ja auch noch mega viel Wohnraum. Wie schaut's denn hier oben aus? Wir lassen da erstmal den Wohnraum bauen. Leonberger Löwen, auch einen wunderschönen guten Abend auch dir, Hallöchen. So. Leonberger Löwen hat über 1000 Zwergtaler schon auf dem Konto. Wahnsinn! Ja. Resources are low. Dieser Sinn, 31 Wohnungen sind frei, aber 38 sind obdachlos. Das kann aber auch tatsächlich an uns liegen, ne? Dass die Leute nicht umziehen können, weil wir irgendwelche Reglementierungen drauf haben. Hier wohnen zum Beispiel Kinder und Jugendliche, werden hier gar nicht mehr zugelassen. Wir ändern das mal. Jetzt sind auf jeden Fall... Vielleicht ziehen jetzt ein paar Leute um. Mal gucken. Bei Obdachlosen ist ja natürlich kein Lebensziel. Wir können natürlich auch vorschlagen, dass wir hier möglichst viele Arbeitskräfte einziehen lassen. In die zwei Kuppeln. Weil die momentan unseren ganzen Betrieb steuern. Tötchimann, wir spielen heute Surviving Mars. Jugendliche sollen hier rein. Muss nicht sein. Muss nicht zwingend sein. So. Und hier bitte. Ist auch okay. Lassen wir das mal so. Und hier... Altersgruppe, Senioren bitte. Wir schließen mal die Senioren, weil hier drüben wird nichts produziert. Dann lassen wir mal das folgendermaßen machen. Keine Senioren bitte in den Arbeitskuppeln. Gut, hier unten eigentlich auch nicht, ne? Nicht so. Ja, okay, wird es tatsächlich so auch abgelehnt. Nicht Moment, nicht Eigenarten. Kinder und Jugendliche bitte hier rein. So, jetzt wird natürlich jetzt erstmal ein bisschen unsere Obdachlosigkeit hochgehen, denke ich mal. Wobei, gar nicht mal so. Christian, vielen lieben Dank dir. Vielen lieben Dank dir. Alles gut. Beoa, grüß dich. Einen wunderschönen. So. Okay, hier müssten jetzt die ganzen Leute einziehen, die schon im gehobenen Alter sind. Machen wir mal Folgendes. Nein, 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 nein. Anwenden. Jetzt müssten ein paar umziehen. Vielleicht. Staubsturm kommt. Kein Treibstoff für Shuttles. Ist ein Problem. Erkenne ich an. So, während wir allerdings auf Treibstoff warten, bauen wir jetzt den Treibstoff benötigten. Bauen wir nach. Wir haben natürlich jetzt ein Problem. Und zwar jetzt müssten wir auf der ganzen Reihe hier erstmal Treibstoff zulassen. Dass die das hier einlagern dürften überhaupt. Ja, hier geht's ja. Das heißt, hier wird Treibstoff zugelassen und dann passt das. Dann geht das hier über unsere Drohnen weiter. Okay. Aktuell 36 Obdachlose nach wie vor. Wir werden sehen. So. Das ist ein kritisches Gebäude. Bitte befüllen. Der Betrieb hier muss nämlich tatsächlich unbedingt laufen. So. Okay. Schauen wir mal ganz kurz in die Übersichtskarte Planetare Ansicht. Okay, das sind unsere Standarddinger, die wir noch offen haben. Das ist okay. Meilensteine, Kontrollzentrum, Forschung. Was forschen wir gerade bei 99%? Lokal begrenztes Terraforming. Okay. So. Okay, Freunde. Schauen wir mal.
Also wie gesagt, das muss jetzt hier noch gebaut werden. Christian, einen wunderschönen guten Abend erstmal. Research complete. So, lokal begrenztes Terraforming. Neues Wunder, Geoscape-Kuppel. Ein Stück Erde auf dem Mars. Diese Kuppel verfügt über hohen Komfort und regeneriert täglich die Besonnenheit ihrer Bewohner. Was ist der Spruch? Es ist ein renovierungsbedürftiger Planet, aber wir können es schaffen. Elon Musk. Wo ist das Ding? Megatrigonkuppel. Ja, okay, die ist groß, aber die kennen wir, glaube ich, schon, oder? Megakuppel? Die Megakuppel haben wir auch schon gebaut. Bin ich jetzt doof? Wo ist das Ding? Oder habe ich da irgendwas verpasst? Ach da, Geoscape-Kuppel. Alter Schwede. Wir haben halt ein Problem. Eigentlich müssten wir den ganzen Bereich hier oben... Den Bereich hier müssten wir platt machen. Dann könnten wir halt hier an den Hub nochmal so eine Geoscaping-Kuppel ranbauen. Dann müssten wir allerdings hier relativ viel abreißen. Resources are low. So, das kommt mal weg hier. Das will ich hier woanders hinhaben. Außerdem stört mich das gerade. Atze, grüß dich! Dachte schon, du sagst heute nichts. Oh, Moritz begrüßt ihn. Das macht er richtig toll. Das macht er richtig toll. So, was forschen wir jetzt gerade? Carbonatprozessor, okay. Ein erschöpftes Vorkommen hier unten. Kein Metall mehr hier. Okay. Wir haben hier aber noch Metall. Das bauen wir gerade ab. Und hier ist auch Metall. Das bauen wir auch gerade ab. Da haben wir allerdings keine Lagerflächen bis jetzt. Das ist natürlich unangenehm. So. Okay. Dann kann hier eingelagert werden. Das kriegen wir hin. Schön. Bin erst heimgekommen. Ja, aber gleich im Stream. Das ist ja voll gut. So. Nächste Baustelle für die Zukunft. Für die Zukunft, meine Lieben. Ist hier. Wir werden sofort ein Stromkabel ziehen. Oh, das geht nicht. Ach, guck mal, wir haben die großen Windraddinger jetzt. Das ist ja cool. Also, was man... Stößt Impulse auf die Staubentwicklung auf nahen Gebäuden. Ach, das war das Ding. Defekte Kuppel. Die Kolonisten beobachten nervös, wie wertvoller Sauerstoff durch den Riss der Kuppel austritt, während ein Staubsturm außerhalb der Kuppel wütet. Der Staubsturm hat einen gewaltigen Riss in der Hülle von Imra 1 Kuppel verursacht. Es entstehen permanent neue Lecks und unsere Drohnen werden nicht alle reparieren können. Um den ursprünglichen Riss zu reparieren, müssen wir Kolonisten nach draußen schicken, aber das könnte momentan zu gefährlich sein. Vielleicht sollten wir den Sturm abwarten. 1. Ich brauche Freiwillige, die nach draußen gehen. Einige Kolonisten könnten dabei sterben, aber die Lecks werden eingedämmt. 2. Wir müssen den Sturm abwarten. Später reparieren. Ihr habt die Wahl. 1 oder 2. Go, go. Viele für 1, aber auch viele für 2 tatsächlich. Aber die Mehrheit sehe ich momentan... Sauerstoff schaut gut aus, oder? Ja, Sauerstoff ist mega viel da. Die meisten wollen jemanden rausschicken. Okay. Master God auch für 2. Aber ich sehe hier die meisten für 1. Mehrere mutige Kolonisten haben ihr Leben riskiert, als sie in den Staubsturm hinausgegangen sind. Mithilfe eines speziellen Dichtungsmaterials konnten sie die Ausbreitung des Risses verhindern. Bedauerlicherweise haben wir bei den Reparaturen 2 Kolonisten verloren. Ihr Opfer sollte eine Inspiration für uns alle sein. A colonist has died. Wer hat's? Kira und Galilea. Okay. Eine Gedenkminute für unsere beiden mutigen Kolonisten. Haben wir jetzt irgendeine hat er irgendwas jetzt Schaden genommen? Nein, ne? Okay. Xyron! Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend auch dir. Okay.
So, wir bauen jetzt hier mal weiter, was wir eigentlich machen wollten. So, und dann kommt hier noch eine Lagerstätte hin. Ein Universallager, bitte. So. Dann verlegen wir hier auf jeden Fall unsere Stromgeschichte weiter. Gut, dann können wir nämlich die Edelmetalle hier drüben, können wir dann auch noch mit abgraben, wenn das Ding gebaut ist. Dazu werden wir Folgendes tun. Wir werden hier natürlich Sterlings dann noch bauen. Aber bevor wir hier jetzt Sterlings hinbauen, das werden wir natürlich, das ist ja ein Dauerbrenner, den wir machen. Neue Anomalien, okay. Haben wir denn überhaupt eine Rakete gerade da? Nein, ne? Wir holen mal schnell zwei von der Erde. Die können auch leer kommen. Ich meine, ich hätte auch was mit 4,6 Milliarden. Pass auf, holen wir noch eine mit Gütern tatsächlich. Vor allem aber sowas wie Polymere. Bisschen Maschinenteile können wir auch noch mitnehmen. Saatgut geht mittlerweile ganz gut. Wir haben ja, also es ist ja nicht so, dass wir am Geld sparen müssten, ne? Ja, das mal mit den Shuttles würde ich ganz gern immer spontan weitermachen. So, okay. Gut. Ganz kurz noch eine Kleinigkeit zum Terraforming. Hier bauen wir jetzt dann noch eine Aufforstungsfabrik her. Und hier dann wieder. Sollen wir gleich mal einen Auftrag geben? Immer schön weitermachen damit. Die Kuppel ist ganz geblieben, tatsächlich. Ja, die haben es geschafft. Unsere mutigen Kolonisten. Unsere tapferen Recken. Seetang. Gemüse. Ekelhaft. Reis. Verringert den Sauerstoffverbrauch. Okay. Okay, wir brauchen tatsächlich gar nicht mehr so viele Nutzpflanzen aktuell. Aber gut, was willst du machen? Wir brauchen... Ich will ja auch ein bisschen weiter ausbauen. Also von daher lohnt sich das vielleicht schon. Raketen sind gleich da. Das lohnt sich auch. Das Ding kann jetzt auf jeden Fall hier auch nochmal eine Wasserpumpe anzapfen. Können wir auch gleich bauen. Wie gesagt, je mehr Wasser wir haben, desto besser ist es im Einzelfall für unsere Einzelextraktoren. Weil die einfach nicht so dermaßen viel Wasser tatsächlich fördern müssen, wenn hier das... Ach so, das geht gar nicht. Okay. Sollte es doch mal knapper werden. Aber bis jetzt haben wir halt den Vorteil, wenn wir das gerade so verkabeln alles, produzieren wir tatsächlich sehr, sehr viel mehr Wasser und dann pumpen die einzelnen Teile halt weniger. Ne? Der hier in dem Fall produziert wegen mangelnder Nachfrage nicht mit voller Kanne, wenn nötig, um 4 mehr produzieren. Das heißt, der produziert momentan fast gar nichts, ja? Weil wir genug eigene Produktion anders haben. Okay, so, Rakete kommt. Rakete kommt. Lassen wir die gleich landen, damit wir die erste gleich wieder losschicken können. Gerät, grüß dich! Und Shankman, auch dir einen wunderschönen! Times that we had when this was all that we knew, when this song